Hallo und herzlich willkommen bei Muskelwaiter. Ich habe heute eine neue Abfüllung im Glas und zwar bin ich heute bei Tullibardin. Ich habe heute den Tullibardin The Murray Double Wood im Glas. Und ich muss sagen, es ist nicht mein erster Double Wood, nicht mein erster The Murray. Ich hatte schon den Chateau Neuf du Pape. Der war einfach klasse. Ich habe auch schon den, was war das, Masala Cask oder so probiert. Da hatte ich ein Sample von. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein Sample von. Vielleicht mache ich da irgendwann auch noch ein Video zu. Den Chateau Neuf du Pape, da habe ich schon ein Video zugedreht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich muss sagen, das sind ja sehr schöne Kartons. Ne? Also, wenn man das hier, das ist so richtig schön verziert und dann mit einem Magneten befestigt. Das, ja, schick, schick. Von daher wollte ich die Flasche gerne haben. Und habe sie auch geteilt. Was weiß man drüber? Er ist abgefüllt mit 46%. Er ist destilliert 2005 und gebottelt 2020. Genauere Datüme hat man nicht. Von daher, er könnte 14 oder 15 Jahre alt sein. Ich gehe jetzt einfach mal von 14 aus. Eine Reifung in First Fill Ex-Bourbon Cask bekommen und dann ein Finish in First Fill Ex-Sherry-Fässern. Was für Sherry-Fässer, weiß ich nicht. Und dann schauen wir doch mal. Steht da hinten noch irgendwas drauf? Ja, Geschmacksnoten. Aber sonst steht hier noch was drauf. Ein bisschen Marketing, bla bla. Ich glaube, er ist nicht gefärbt. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Spannende Nase. Das erste, was ich irgendwie in der Nase habe, ist eine schöne Fruchtigkeit. So ein bisschen Zitrus und irgendwie erinnert mich das gerade zusätzlich total an Stachelbeere. Dazu kommt so ein bisschen Honig und ja, so leicht trockene Noten. Ich würde jetzt sagen, das geht so in Richtung Vollmilchschokolade oder sowas. Richtig schön. Oh, jetzt kommt so eine richtige Ladung Vanille und Honig. Ja, wenn man die Nase oben an die Glaskante hält. Dann wird der richtig cremig, vanillig. Könnte so Vanillepudding, Vanillefla sein. Also ich weiß nicht, ob ich blind tatsächlich auf den Sherry-Einfluss gekommen wäre. Ja, die Vanillenote, die ist präsent. Die Schokoladennote, die hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Und ich würde tatsächlich sagen, das geht in Richtung von so einem kalten Latte Macchiato oder sowas. Und die gibt es ja dann auch noch manchmal mit Geschmack. Da hätte ich gesagt, vielleicht ist da noch irgendwie Vanille oder so mit drin. Oder Karamellsirup, weiß ich nicht. Jedenfalls süß, hell, lecker. Die Stachelbeere, die ich am Anfang hatte, die hat jetzt so ein bisschen abgenommen. Die Zitrus ist aber noch da. Die Nase tiefer ins Glas halte, dann habe ich tatsächlich doch wieder die Vollmilchschokolade.
Ja, der riecht sich echt gut. Probieren wir. Zum Wohl. Boah, der hat richtig kräftig Eiche. Der ganze Mundraum wird trocken. Eine schöne Würzigkeit. Auch hier wieder Karamell und Vanille. Aber wenn man den dann runtergeschluckt hat, dann kommen tatsächlich die Sherry-Einflüsse deutlich durch. Dann kommen etwas dunklere Noten, wo ich sagen würde, ja, das geht so in Richtung Feigen, Datteln, Orange. Kräftig im Antritt. Also nicht überladen, nicht zu kräftig und auch keine Pfeffernote oder sowas. Aber doch, bei dem samtig weichen, was die Nase versprochen hat, zeigt der Whisky schon, ja, ich habe 46%, ich muss mich nicht verstecken. Schön. Also ich mag Tullibardin sehr gerne. Für mich ist nach wie vor der 228 Burgundy Finish mit einer der besten, was Preis-Leistung angeht. Und der The Murray Châteauneuf du Pape, der war einsame Spitze. Und auch der hier, muss ich sagen, enttäuscht mich nicht. So ein bisschen Sahnebonbon hinzu. So Werthers Original oder sowas. In der Nase habe ich von den Sherry-Noten null, nichts. Wie gesagt, Vanillepudding, Karamell, ein bisschen Honig, ein bisschen Milchkaffee. Zitrus, alles, ja. Aber Sherry. Wieder. Herrlich Eiche, herrlich Würzigkeit. Jetzt kommt das Karamell, jetzt kommt die Zitrusnote. Ein bisschen Honig ist dabei, die Süße ist auf jeden Fall da. Und jetzt zum Abgang kommen diese Sherry-Töne. Ich würde sagen, das geht in Richtung Orange. Vielleicht so ein bisschen Pflaume und Dattel dabei, so ein bisschen was Dunkleres schwingt noch mit. Wobei, für mich so die Orange tatsächlich dominanter ist. Der ist gefährlich süffig, das will ich euch sagen. Der ist verdammt lecker. Mich hat das echt gewundert, dass noch keiner ein Video zu ihm gemacht hat und ich ihn auch nirgendwo in der Flaschenteilung gesehen habe. Und ja, also ich muss sagen, ich mag Tullibardin und freue mich, dass ich ihn hier habe. Nichts verkehrt gemacht. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum steht keine genaue Altersangabe drauf? Man hat geschrieben, wann er destilliert wurde, man hat geschrieben, wann er gebottelt wurde. Man weiß, er ist also 14 oder 15 Jahre alt. Warum schaut man es nicht drauf? Aber gut. Firmenpolitik wird Gründe haben. Ich kenne sie nicht, ich verstehe sie auch nicht unbedingt, aber das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja trotzdem meine Meinung dazu sagen, ob es jemand hören will oder nicht.
Mir gefällt der Whisky extrem gut. Mir gefällt das Design, die Verpackung. Mir gefällt der Inhalt. Ich finde, er schmeckt sehr lecker. 46% ideale Trinkstärke. Der Whisky ist auch relativ lang auf der Zunge. Also, ich würde sagen, mit mindestens ein mittlerer Abgang. Preis-Leistung: der kostet um die 55 Euro. Die letzten The Murrays waren, glaube ich, am Anfang günstiger und sind aber, nachdem sie dann irgendwie seltener wurden, extrem im Preis gestiegen. Der ist jetzt ganz frisch auf dem Markt, also es gibt noch genug. Ich glaube, weltweit gibt es 17.500 Flaschen. Von daher ist der Preis im Moment relativ konstant. Ja, er ist ein bisschen teurer als die letzten Abfüllungen. Aber es ist ein mindestens 14 Jahre alter Whisky und die Preisentwicklung beim Whisky die letzten Monate und Jahre ist extrem krass. Von daher muss ich sagen, für das, was er bietet, vom Geschmack, vom Alter und vom Design, sind 55 Euro, wie ich finde, ein sehr angemessener Preis und da kann man sich nicht beschweren. Von daher, ich würde sagen, das ist eine Kaufempfehlung. Wer Tully Barding gerne mag und wer Bourbon bzw. Sherry Finish mag, der ist bei dem Whisky bestimmt gut aufgehoben. So viel von mir dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, haut gerne auf den Like-Button, noch besser auf den Abonnieren-Button, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und immer auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt. Wenn ihr an Whisky-Teilungen teilhaben wollt, die ich hier über meinen Kanal mache, wie zum Beispiel bei dem, dann schaut gerne in meine Flaschenteilungsgruppe. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der vorbeischaut und der auch was mitnimmt und an den Teilungen teilhabt und das Ganze unterstützt. Weil je mehr wir teilen, desto mehr kann ich probieren und desto mehr Videos kann ich euch zur Verfügung stellen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.